So, hallo. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir ich sag euch, wie es jetzt weitergeht. Wir gehen jetzt zu den Zwillingen. Dann sagen die, die wollen aber ein schönes Kettchen dafür haben. Dann müssen wir wieder zurück, müssen die Frau danach der Kette fragen. Und dann können wir dem Zwilling die Kette geben. Und dann können wir dir helfen. Pass auf, das ist, oder? Ist das falsch? Hab ich's auf den Punkt gebracht, Freunde? Hi there. Hey, Big, what's up? Do you know Macy, the singer? Yes. We've met her a couple of times. Great voice. Can you help her escape from the stage? She told me you know how to mess around with pipe stages around town. Of course. Okay. We know every secret of this city. It's a piece of cake. Great. Can you help her then? What's in it for us? Okay, womit fangen wir jetzt mal an? Ich fange mal damit an. Die haben ja auch die tolle Stimme erwähnt, ne? Ja, war so klar. Och komm. Okay, komm zur Unternehmerstraße. Das heißt, dann gehen die jetzt doch zur Unternehmerstraße. Was ist, kann man das, warte mal, kann man mit dem Auto was machen? Not the right thing to do. Aber vielleicht, das Auto ist doch kaputt. War hier noch eins? Okay, wir gehen zur Unternehmerstraße, da. Und da hinten sind ja die Rohre und da können wir jetzt rummanipulieren, pass mal auf. Da, guck mal, da sind sie schon, guck mal hier, da hängen sie schon. Die brauchen bestimmt entweder Öl oder einen Schraubenschlüssel. Pass mal auf. Wusste ich doch, dass das die Rohre sind. Hey, Big Head. What's up? How's it going? Not yet. A couple of the valves are... Can you get us some grease? But I have no credits. Not our problem, but... Alright. Hahaha. Ich hab Öl. Will this greasy substance work? Give it here. Siehste? Ach, geil, Leute. Wir haben das richtig gut vorbereitet hier. Das ist super. Yeah. Give us a minute, then go check if Maisie got out. Thank you. Goodbye. And remember, you owe us. Catch you when we need a slave. Okay, wir haben... Sollen wir dir vielleicht noch was geben? Guck mal. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal gucken. Wo denn eigentlich? Warte mal, wo war denn das? War das hier? War das eine Altstadt, ne? Das war ich gerade selber ein bisschen raus. Hier ist das deiner, ne? Genau. Und jetzt? Hier ist Ruhe. Oh, guck mal. Diese Ruhe, hörst du das? Die ist weg. Maisie ist free. Aber wo ist sie jetzt hin? It controls the sound. Okay, Maisie ist frei, aber wo ist sie hin? Weiß die vielleicht jetzt was? Excuse me. Hi there. Are you one? Can you sign this? Sorry. Nee, macht sie nicht, ne? Also okay, Maisie unterschreibt. Sure. Aber wo ist Maisie hingekommen? Dann gehen wir mal einfach vor der Tür. Vielleicht ist sie ja einfach vor der Tür. Nee, Quatsch, da war ich ja gerade schon. Also drinnen ist sie nicht mehr. Wir haben sie raus aus dem Rohr. Jetzt müssen wir sie nur finden. Wo ist sie? I have no reason to... Okay, in der Gasse ist sie nicht. Die kann ja nur zwischen den Bühnen und ihrer Bude hin und her, hat sie gesagt, ne? Hier ist sie nicht. Da ist sie! Maisie! Thank you so much for helping me escape. I'm glad you're free. And the proud owner of a fly bus ticket out of town. So, you needed me to sign an offer? Yes. Okay, geil! Here it is. Ah, die ist doch geil. Ach komm, super. Thanks a lot. See you. Super, geil. Das kann man nicht mehr nutzen, ne? Da kann man auch nicht mehr hoch. Ich wünsche dir alles Gute, Maisie. Du bist eine Gute. Das hast du gut gemacht. So, sehr gut. Oh. Jetzt habe ich wieder im OBS rumgeklickt gerade.
Da wäre ich doch schon mal fast, hätte ich den Stream fast beendet wieder. So, na dann würde ich sagen, aufkommen zum Polizisten. Oh, und die wieder. Das tut mir so leid, wenn ich die da so sitzen sehe, ne? Oder so abhängen sehe. Das sieht doch nicht schön aus, oder? Guck dir das mal. Also die ist schon schön gestaltet, aber das ist doch traurig, oder? Excuse me. Yes. Da du da wahrscheinlich einfach Aufgaben verteilst. Das ist ein Point-and-Click-Adventure. So ein polnisches RPG. Gibst du mir jetzt eine Aufgabe oder nicht? Das ist ein polnisches RPG. Da gibt es keine Ausrufezeichen auf dem Kopf. Oh Mann, das ist ja so. Ich finde das so geil. Ach, okay. Ja. Das nächste Auto ist 100 Meter über uns. Bist du kaputt? No, I'm working fine. All systems up. No bugs. A great traffic bot programmed to handle traffic and prevent car accidents. Okay. Sei anständig. Okay, also das wird nichts mit dem. So, kannst du mal bitte unterschreiben, junger Mann? Good evening. So, jetzt ja, guck mal. We've got this missing person ticket. Let me see. Well? Alright, here. Take this permission to access the archive. Geil. Thanks a lot. Heute läuft's richtig gut, oder Leute? Das läuft doch viel besser heute. Und wir mussten noch nicht einmal fragen, was wir tun können, ne? Und jetzt gehen wir. Achso, wir können überhaupt irgendwo hin. Ach doch, ja doch, wir müssen ins Stadtzentrum müssen wir gehen. Und dann gehen wir nach rechts hinten in die dunkle Gasse. In die Beamtenstraße. Die beiden Mädels kloppen immer noch an den Rohren bestimmt rum. Und jetzt können wir... Junge Dame, guck mal. Hallo, Sie haben so einen schönen Lack. Gucken Sie mal. Yes. Yes. Der Lack ist ein bisschen ab, würde ich sagen. Here is the police permission form. Ah, a lovely, properly filled out form. Please help yourself to what you need. Thank you. Good night, Beefcake. Beefcake? Die flirten, die sind nett. Guck mal, die flirten. Roboter flirt. So, es gibt hier was wir jetzt nicht übersehen dürfen, Freunde. Wenn hier im Tunnel irgendwas liegt, was ich jetzt nicht sehe, das wäre nicht schön, ne? Aber hier liegt nichts. Das ist sauber aufgeräumt von der Beamtin. Ja, alles super. Da ist Ordnung. So, und jetzt müssen wir den Herzog suchen, ne? Was haben wir denn so? Kann man hier Öl haben wir nicht mehr einstecken? Okay. Da geht's bloß zurück. Okay, er bleibt nur das hier. Na dann los. Wir können den Speicher nicht zurücksetzen, ne? Wir können jetzt erstmal nur das rausfinden. So, willkommen in Neo Berlin Registration. Es gibt Pizza, sehr gut. Ah, das ist auch was Schönes. Habe ich lange nicht gegessen und vorher immer noch schön gebackenen Käse. Yam, yam, yam. Was ganz Geiles, ne? Das was super Geiles. Okay. File. ID Range. Hubert, Danny. Wo ist das jetzt? Herzog, wo ist das jetzt? Wo ist das? Hä? Ren Herzog. Ach so, Ren, ich habe Ben gesucht. Ren Herzog, da. Geboren in München am 30. April in 2025. Zog nach der Fertigstellung von 2041 nach Neo-Berlin, wo er sich nach der Highschool und an der Universität von Neo-Berlin auf Cyberspace-Technik spezialisierte. Nachdem er verschiedene Kurzverträge hatte, fing er bei Cyber Gaia Corporation an. Verlobung mit Hannah Asimov. Asimov, so heißt der Golem in dem Buch Das Dorf. Hannah Asimov in 2050. Das Paar bekam eine Tochter, Tina Asimov, Herzog.
geboren 2053. Ab September 54 als vermisst gemeldet und für tot erklärt. Hannah Asimov starb 2059, Grund Cyberspace-Überdosis. Keine Einträge zu Tina Asimov seit 2059. Ren Herzogs häufigste Aufenthaltspunkte in Neo-Berlin. Wohnbezirk, Sektor 30010 Block C und in der Unternehmerstraße, Büro F13. It's all true then. I had a father. Yes, Tina. And if we want to discover more about him, we should visit his old office in the flat where we all used to live. I don't remember much about the old flat. Me neither. I guess the loss of your mother was a trauma for both of us. I don't want to think about it. Let's see what we can find out about Dad. Okay, also Ziele? Alte Wohnung besuchen, altes Büro von Tinas Vater besuchen. Okay. Dann heißt das, jetzt ist die Frage, haben wir gerade was Neues auf der... Ja. Wohnbezirk. Dann können wir jetzt in den Wohnbezirk gehen. Leute, heute sind wir richtig gut voran. Über ein Android. Richtig gut vorangekommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Heute läuft das also ganz, ganz, ganz anders als der Anfang. Also wirklich. Wahrscheinlich muss man sich ein bisschen reinfinden. Aber du klickst hier die Zeit einfach so weg. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja, mit euch hat es auch heute richtig Spaß gemacht. War sehr angenehm. Die Unterhaltungen heute. Der Support. Sehr, sehr cool. Der Monat ist anders wild als sonst. Wie kann ich dir helfen? You know, my deleted memories are coming back, piece by piece. And I'm sure I've walked past this bridge many times, but I don't remember you. Who are you? I'm Gia Droid. Gia is the name of my owner. And Droid, well, it's because I'm a droid. And a very pretty one. Warte mal, Gia? Gia ist doch die Influencerin. Gia ist doch die Influ... Aber guck doch mal, der Roboter, der hängt hier nur so rum. You seem in distress. Is everything all right? Not really. I can't move. I've been here for days. Is your RAM faulty? My RAM? No, my RAM is good. It's my DNA. DNA? I thought only humans had DNA. I'm a unique droid, specially built to take care of a human being. And I contain a code that reacts to her DNA. Ah, mein Code reagiert auf ihre DNS. I've never heard of a droid like you. It's because I was built by Gia's mother, part of a secret experiment. Okay. Where is your human now? My human Gia left me a few months ago. She grew older and was too busy streaming all the time. Ja, okay, genau. She simply got rid of me. That's super sad. I hope Tina will never abandon me. Don't worry, Sam. I'll never leave you. Anyway, being away from her DNA slowly affected my functionality. Okay, wir müssen die also herholen. So I had to replace them with scraps. And since Tuesday, I can't move anymore. I'm stuck here, and no one cares. This is one of the saddest robot stories I've ever heard. Das ist ja schon traurig, oder? Leute, das klingt doch. Also, guckt mal, wie tief die Storyline hier ist, ne? Das finde ich ja schon. Also, das ist ja krass. How can I help you? Gia always wears a double helix bracelet. It contains her DNA sequence and also her location. If you can bring it to me, I'll be able to restore my data and walk again. Okay. We will ask Gia to give you her bracelet. She won't just give her bracelet to strangers. But please, don't mention me. Once I can walk again, I'll find her and talk to her myself. She wasn't all wrong to abandon me. She grew up, but I kept treating her like a child. The first thing that she should hear about me is an apology. All right. We'll try our best to get Gia's bracelet and come back. Thank you very much. See you later. Das machen wir jetzt als erstes auch. Das machen wir gleich jetzt als erstes, bevor wir... Ich mach mal kurz speichern. Das habe ich jetzt ganz vergessen, weil als du gerade schreibst, dass du Alt F4 gedrückt hast, das ist mir das ein oder andere Mal ja auch schon passiert, mitten im Game. Ich würde ja ganz gerne... Das machen wir zuerst jetzt. Wir suchen die jetzt mal. Ey, pass mal auf, jetzt ist die bestimmt weg.
Jetzt ist die bestimmt weg. Aber das würde ich ganz gerne noch hinkriegen, irgendwie an das Armband zu kommen. Und ich denke mal, wir müssen ihr das bestimmt klauen. Mal gucken, was wir da tun können. May I disturb you? Not really. I'm not interested in robots who can't access cyberspace. Oh, sorry. Aha, okay. Die ist also schon mal nicht an dem interessiert. Excuse me. Hi there. Are you one of my followers? Nothing. Sure. So. Ach komm. Wir können also mit ihr nicht reden. Na, wie kriegen wir das jetzt hin? Die gibt's nicht freiwillig aus der Hand, ne? Dann können wir uns um die ja gar nicht jetzt als erstes kümmern. Was das hier ist, weiß ich nicht, ne? Please wait 5 seconds for a new page. Was das hier ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist eins. Die redet nicht mit uns. Da hinten kommen wir nicht rein. Also können wir das jetzt noch nicht machen. Dann gehen wir doch zuerst. Ich habe jetzt gedacht, wenn wir vielleicht einen Magneten hätten oder sowas, ne? Haben wir aber nicht. Also gehen wir jetzt doch erstmal in die Wohnung rein. Mal gucken, ob wir da... Oder muss ich vielleicht als Tina mit der Roboterin reden? Vielleicht kriegt ihr noch mal eine andere Information, wie man der das Band klauen kann, ne? Okay. So, der können wir also so nicht helfen. Da müssen wir also rausfinden, wie wir das hinkriegen. Ist das auch eine Aufgabe für uns? Ne, ist es nicht. Da ist eine Tür, da ist die Sprechanlage. Wisst ihr, was wir machen, Freunde? Wir machen für heute Schluss. Und wir sind bei 1,46. Leider habe ich den Timer auch mit deaktiviert. Das ist wär ja mal spannend zu sehen, wie viel Zeit so dazugekommen ist durch eure Donations, die ihr gemacht habt. Kein Schluss. Mario, das ist ein Running Gag mit uns. Du sagst immer, kein Schluss. Ich finde, das ist aber, wir haben halt so viel geschafft. Wir sind wirklich so gut in dem Spiel vorangekommen. Und wenn es am schönsten ist, soll man ja aufhören. Und ich finde wirklich, also für mich ist das hier wirklich gerade, also richtig gut gelaufen. Guck mal, wir haben keine Zeit gehabt, in der wir sinnlos rumgelaufen sind, in der wir gesucht haben oder so. Das lief wirklich heute 1A. Wir sind hier durchgelaufen, als hätten wir eine Komplettlösung gelesen. Und ich weiß nicht, ob wir alles in der richtigen Reihenfolge gemacht haben oder... Aber das ist mir auch gar nicht so wichtig. Guck mal, hier sind die ganzen Wohnungen. Hier sind... Hinten steht Drummer... Wurst. Ne, Wanted. Drummer Wanted. Hier unten ist ein Schaltkasten auch wieder. Eine Verteilung. Und da ist nochmal am Ende, ne? Das heißt, hier in diesem Raum werden wir uns... genau, Wurst. Und hier in dem Raum werden wir uns also beim nächsten Mal aufhalten. Ich freue mich drauf. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne wieder dabei sein. Und ansonsten würde ich mich für heute verabschieden. Und ich würde jetzt aber gucken, ob wir noch jemanden finden, den wir auch heute raten können. Ihr wisst, das hat sich bei mir ein bisschen eingeschlichen. Und ich finde das gut, solange man mehr als einen Zuschauer hat, finde ich das total cool, wenn man mal einfach irgendwo einen kleinen Rate hinmachen kann. Und das würde ich heute einfach tun. Und dazu muss ich kurz die Szene wechseln. Wir schauen mal, wo können wir denn heute was erreichen? Wo könnte man... It's Tina, my human. I must protect her. My parents are dead, Sam. The world needs you to see this mission through. Incompetent! The whole lot of you! Find Sam. Can't I stay with you?